18.08 Uhr, da kann man schon guten Abend sagen. Einen schönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Ich begrüße den Trainer unserer Gäste, Pellegrino Matarazzo, und unseren Trainer Steffen Baumgart. Unsere Gäste haben wie immer das erste Wort zum Spiel. Danke und schöne Grüße. Ich denke, dass wir heute sehr gut im Spiel reingekommen sind. Gute Intensität, gute Schärfe, gutes Zusammenspiel. Haben es leider nicht geschafft, in der ersten Halbzeit in Führung zu gehen, trotz guter Möglichkeiten. Vor allem die zwei Chancen von Silas waren, glaube ich, aus meiner Sicht auch Großchancen, die hätte man schießen können oder müssen. Und die zweite Halbzeit war für uns auch geprägt, natürlich auch von der roten Karte, die wir bekommen haben, oder die zwei roten Karten. Wo ich dann doch ein Kompliment an die Mannschaft auch aussprechen möchte, wie wir als Einheit und mit dieser Leidenschaft wieder verteidigt haben und in der Lage waren, auch Chancen herauszuspielen, auch in Unterzahl bzw. Standardsituationen auch zu bekommen. Und unterm Strich ist natürlich bitter, dass wir nach so einer Anfangsphase nur mit einem Punkt nach Hause gehen, aber aufgrund auch der Unterzahlsituation sind wir auch mit der 0-0 schon zufrieden. Danke. Vielen Dank. Steffen, wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, ich kann alles unterschreiben. Wir sind nicht gut reingekommen. Ich glaube, Stuttgart hat von Anfang an nicht nur die besseren Möglichkeiten gehabt, sondern auch insgesamt ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass wir nach 30 Minuten dann besser im Spiel drin waren und trotzdem hatten wir keine richtigen Torchancen. Muss man ein Riesenkompliment dann halt auch an Marvin mal aussprechen, was er heute gehalten hat, weil das war jetzt nicht selbstverständlich, dass du die Bälle alle wegverteidigst. Trotzdem sind die Jungs an ihre Grenzen gegangen. Ich glaube, das hat man gesehen. Zweite Halbzeit habe ich das Gefühl gehabt, dass wir dann besser im Spiel waren, auch schon in Gleichzahl, dass wir es dann geschafft haben, das Spiel besser zu kontrollieren, aber haben auch nicht die Torchancen gehabt, um dann wirklich auch sagen zu können, hier wirklich verdient. Und ich glaube, wenn wir heute mal vom glücklichen Punkt reden bei uns, dann ist das einfach so, weil über 90 Minuten war Stuttgart aus meiner Sicht die bessere Mannschaft. Wir haben es dann nicht geschafft, in Überzahl die Torchancen zu erarbeiten, die wir gerne hätten. Für alle, die dann gleich nachfragen, warum, die können sich gerne mal auf den Fußballplatz stellen und gegen tiefstehenden Gegner versuchen, Torchancen zu erarbeiten. Das üben wir weiter und werden weiter daran arbeiten, da besser zu werden. Deswegen bin ich heute nicht unzufrieden mit dem 0-0. Ich bin mit der Mentalität und der Laufbereitschaft zufrieden, mit dem, wie wir es auf dem Platz gemacht haben, gerade in der ersten Halbzeit, gibt es schon den einen oder anderen Ansatz, das besser machen zu können. Danke. Dankeschön. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Hier vorne in der zweiten Reihe. Pellegrino Matarazzo, Stuttgarter Zeitung, David Scheu, hallo. Wie haben Sie den Platzverweis gegen Ihre Person gesehen und ist es der erste Platzverweis in Ihrer Karriere gewesen und war es danach noch möglich, aufs Spiel Einfluss zu nehmen? Ja, ich denke, wenn man schon mal eine gelbe Karte hat, kann man schon cleverer agieren. Und das ist mein erster Platzverweis als Trainer, nicht als Spieler. Ich habe schon mehrere gehabt. Und es war schon möglich, Einfluss aufs Spiel zu nehmen, weil ich einen Platz hatte direkt hinter der Bank. Und wenn ich nicht am Telefon war mit dem Trainerteam, konnte ich mal schnell mal die zu mir winken und gab es einen schnellen Austausch. Hat eigentlich gut funktioniert, ja. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Martin Sauerborn für die Kölnische Rundschau. Hallo Herr Baumgart, es gab wieder einige Änderungen in der Startelf. Wie war der Plan heute und wie hat er funktioniert, auch unter den Umständen, dass zwei Spieler früh ausgewechselt werden mussten? Na gut, also der Plan hat jetzt nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Es hat dann aber auch viel mit Stuttgart zu tun gehabt, da gehört immer ein Gegner zu. Und Stuttgart hat es von Anfang an sehr gut gemacht. Wir kamen nicht so ins Spiel rein. Ich glaube, man hat gesehen, dass die Frische den Jungs fehlt. Und dann schaffen wir es nicht, den Ballbesitz dann so auszuspielen, wie wir uns das vorstellen können. Aber der Druck vom Gegner war dann halt dementsprechend groß. Und worum es geht, wenn du solche Wechsel machst, geht es einfach darum, Frische zu haben. Und ich betone das immer wieder gerne. Gerade auch was Jan und King angeht auf der Achterposition. Es sind ja jetzt keine Spieler, die jetzt zum ersten Mal reinkommen. Also die Aufstellung hat sich sehr geähnelt dem ersten Spiel gegen Schalke, wenn man mal genau hinguckt. Und wir haben gesagt, dass wir das durchziehen werden. Wir haben einen Kader, dem wir vertrauen, also den kompletten Kader. Also wenn wir immer wieder ins Wechseln kommen. Bei Kainzi war das einfach so, dass wir vorher gesprochen haben. Und Kainzi war einfach auch vom Kopf her, nicht vom Läuferischen her, sondern vom Kopf her einfach auch durch. Und da haben wir uns dann entschieden, ihn dann
so wie es auch dann passiert ist, in der zweiten Halbzeit zu bringen. Bei Lubi war dasselbe. Und ich glaube, das muss man dann auch einfach mal nicht nur berücksichtigen, sondern das gehört halt bei uns dazu. Und deswegen waren diese mehreren Wechsel einfach auch drin. Gerne noch einmal Martin. Ich hatte das auch gefragt wegen der beiden frühen Auswechslungen von Matze und von nachher von Jeff Chabot. Wie geht es den beiden und hat das Einfluss auf ihr Spiel gehabt? Nein. Also ich würde jetzt gerne sagen, ja, das ist natürlich schwierig, wenn du zwei relativ früh wechseln musst, aber wir kamen einfach nicht ins Spiel. Das muss man auch mal sagen. Das ist einfach so. Tut mir leid, aber ich würde jetzt gerne was rauszaubern, aber funktioniert nicht. Stuttgart hat es einfach dann dementsprechend gut gemacht. Das hat auch nichts mit den beiden frühen Wechseln zu tun. Ich fand, Dudi hat es sehr gut gemacht, als er reingekommen ist. Hat man jetzt nicht gemerkt, dass er gerade reingekommen ist. Und bei Jeff wissen wir, dass es relativ zügig geht, wenn Hübi oder Kili mal eingewechselt werden, dass sie das relativ schnell und gut übernehmen. Ist einfach ärgerlich, weil du jetzt zwei Spieler hast, die du jetzt erstmal ersetzen musst. Das heißt, das sind Sachen, wo wir nicht genau wissen, wann die Jungs wiederkommen. Und das ist einfach für uns dann am Ende das Ärgerliche. Also es war schon ein Spiel, wo wir heute eine ganze Menge, wie sagt man, Tribut gezollt haben. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann sage ich vielen lieben Dank unseren Gästen, eine gute Heimreise. Die Mannschaft hat morgen und am Dienstag frei. Am Mittwoch geht es dann weiter mit der Vorbereitung auf Wolfsburg. Einen schönen Abend.